Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first! You know the rules, Dad! Max, tell him! Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook. William is here. Hint, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. If you want to eat. How? We. I volunteer to break the eggs. Oh. You remember how many eggs? Mom said it depends. That's true. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Right. You're the real cook here. Nein, eigentlich solltest du den ansehen. Oh, I am when your mom ich will nicht spulen. I'll let her know that. Achso, ich sehe hier gar nichts. Moment. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. I won't. Aber reden kann ich nicht mit ihm, ne? Hey, geht's noch? Ich wollte mir gerade die jüngere Version von Chloe angucken, aber irgendwie scheint das nicht mehr zu gehen. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. Joyce loves William so much. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Two Whales Waffeln in deinem eigenen Haus. Deine dich liebende Ehegattin. We're all going to work at the Two Whales. Okay. What? Man, I remember Chloe reading this. But not after today. Sven Live, Rollerskater, Fieber, Girl Gamers, oh, da zähle ich mich auch mal zu. Hinterwäldler, Chick und Dubstep. Was auch immer. Hier sind Pfannkuchen. Ach, wir sind ja in Amerika, dann heißen die ja Pancakes. Ich will auch welche. Okay, ich muss ihn davon abhalten, ins Auto zu gehen. Okay. Sie hat gar viele Küsse. Achso, nee, das hat er jetzt gesagt. Okay, das sind also Bilder von den beiden. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Ja, wo sind deine Schlüssel? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Was ist das? That's a cool snow. Ah. Ein Reh. Aha. You can't hide from me forever. Oh, Mist, jetzt habe ich nicht mitbekommen, wo der war. Nein. Try not to destroy too much of the house. Nein. Ich wollte zurückspulen. Hallo. Dad. Don't blow it because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Lügner. So, was hat er gemacht? Steht zwar, ich kann nicht zurückspulen, aber ich mache es trotzdem. Haha, scheiße. Aber ich kann nicht sehen, was er jetzt gemacht hat. Er ist zum Tisch gegangen. Okay, das heißt, die werden wohl irgendwo auf dem Tisch oder so gewesen sein. Achso, ich kann ja... Ach ja. Remember how many eggs? Mom said it depends. DVDs, Kappe. So, how many eggs? Score. Question the chef. Right. Ha. Like you're the real cook here. Ich bin Supergirl. I am when your mom is away. Nee. Verstecken will ich sie da nicht. I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Okay, ich behalte jetzt erstmal die Schlüssel. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht fragt, beziehungsweise ich die dann nicht. My family never took fun, goofy photos like this. War die das jetzt ernsthaft? Klein? Oh Gott.
Nee, da möchte ich. Ich möchte sie gar nicht verstecken. Ich möchte sie einfach bei mir behalten. Hey, Schlüssel honey. Verstecken. Just making a fabulous breakfast. I forgot about this. Back to the lighthouse. Thanks for the day trip to the lighthouse. This sketch is for. Ach so. Kann man ja auch die deutsche Variante lesen. Papa, danke für den Tagesausflug zum Leuchtturm. Ich habe eine Zeichnung als Erinnerung gemacht. Kuss, Chloe. Ja, sie sollte nur das Schreiben noch ein bisschen üben. Chloe und Max. Alles groß schreiben ist nicht richtig. So. What? Ich gehe mich mal hier ein bisschen umsehen. Oh, I didn't know you had to get... Whoa. Oder auch nicht. It's all blurry here. Like I can't step out of the photographic bounds. Okay. Kann ich hier raus? Excuse me, ladies, I have to go rescue yonder Schlüssel werfen. She don't have many bags of delicious grub for us to feast upon. Schlüssel verstecken. Shit, where are my keys? I know they never took that big vacation. That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Da möchte ich sie auch nicht verstecken. Ich möchte, ach so, ich kann da hinten noch gar nicht raus, so wie es aussieht. Ja, Junge, ich weiß nicht, wo deine Schlüssel sind. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. La la la, ich habe deine Schlüssel nicht gesehen. Max, this is not the best time for a prank. Keys, please. I was just, are you sure Joyce is ready? Let's just wait. Sorry. Here. Nein, wie dumm ist sie denn? Nicht dein Ernst. Chloe and Max wine tasting sec. Zurück. Zurück, 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 zurück. Nicht mit mir. Nein. You're bankrupting me. I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Yes, wir haben es geschafft. Die Frage ist nur, was haben wir jetzt damit bewirkt? Ich denke da nur an den Butterfly-Effekt. Oh, jetzt bin ich abgestiegen, oder wie? Echt jetzt? Okay. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Cold every day. But never like Maxine. So that's why she was laughing so hard. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? No, it's people in Oregon. Do you want to go hit the girls' potty and smoke them peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like whatever, bitch.
Warren. He hooked up with Stella? Oh no! This is totally fucked up! What else have I changed? Chloe. Haha! Aber irgendwie habe ich trotzdem ein ungutes Gefühl. Wie gesagt, Butterfly-Effekt. Es scheint ja perfekt zu sein, aber wir sind ja noch nicht im Endkapitel. Wie wird es wohl weitergehen? Wird sie sie finden? Was ist mit Chloe passiert? Lebt sie überhaupt noch? Sie hat viele glückliche Erinnerungen mittlerweile. Aber sie könnte auch zwischendurch vom Auto überfahren worden sein oder ähnliches. Oh, wow. Was zur Hölle? Ich schätze, das hat irgendwie einen sehr negativen Nebeneffekt gehabt, was ich jetzt getan habe. Wobei ich ja grundsätzlich eh dafür bin, dass man sich nicht in Sachen einmischen soll, die schon bereits passiert sind. Ich glaube, wir sind jetzt bei Chloe zu Hause. Ich bin mir nicht sicher, weil wir haben, glaube ich, das Haus von außen noch nie gesehen. Das war jetzt ein toller Satz. Und ja, ich rede einfach so, um die Zeit mal ein bisschen zu überbrücken, weil ja normalerweise jetzt Musik abgespielt würde. See you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Oh shit. Ja, ihr Lieben, damit wäre dann Episode 3 zu Ende und die Chaos-Theorie definitiv bestätigt. Und alles, was ich immer so gedacht habe, gefühlt habe, wie auch immer auch. Ja, ist jetzt heute mal ein sehr kurzes Video gewesen. Ich wusste jetzt leider auch nicht, dass wir jetzt mit Kapitel 3 soweit schon zu Ende waren. Ich würde allerdings trotzdem sagen, dass wir jetzt hier einen kleinen Cut machen, weil wir nun mal wirklich auch im echten Kapitel am Ende sind. Also sprich bei Kapitel 3. Und dass ich jetzt noch das Ganze mal eben sacken lassen werde. Und dann werden wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir vielleicht das Ganze wieder gerade rücken können und verändern können oder vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nur, dass ich jetzt ja doch sehr, sehr geschockt bin, wie das Ganze ausging. War ich allerdings damals beim Film Butterfly-Effekt genauso, weil da war es ja dann auch, der eine sprengt sich dann, ich glaube, die Beine weg und da war ja diese Explosion am Briefkasten, die ist ja mehrere Male verändert worden, glaube ich. Und der eine, der hatte irgendwie so eine Junggesellenbude da auf dem Campus und der war, glaube ich, derjenige, der dann später oder davor keine Beine hatte und naja, das war halt alles so ein bisschen. Er hat halt versucht, es für alle recht zu machen, aber letzten Endes war der Typ, also der halt durch die Zeit reisen konnte mit dem Butterfly-Effekt, derjenige, der dann am Ende gesagt hat, okay, jetzt sind alle glücklich, ich fühle mich scheiße, weil ich glaube, er hatte dann selbst keine Beine mehr oder so. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, er hat das ganz, ganz harte losgezogen. Aber alle um ihn herum waren glücklich. Und da hat er dann gesagt, okay, ich mache jetzt nichts mehr. Ich verändere nichts mehr. Es bleibt jetzt alles so, wie es ist, auch wenn ich leiden muss. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass das jetzt nicht das Ziel ist von Life is Strange. Weil, ja, man sieht es halt kommen, wenn man diesen Film Butterfly-Effekt kennt. Und ich wünsche es mir wirklich nicht. Ja, ich muss das echt noch mal ein bisschen sacken lassen hier. Wir sehen uns aber auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ich sag mal einfach, bis dann. Ciao.